just hate girls that aren't me. Und damit willkommen zu Need for Speed 2015. Ja, ich konnte den Spielstand zurücksetzen. Ich habe es in den Einstellungen nur nicht gefunden, warum auch immer. Und ja, ist ein, finde ich, sehr schönes Spiel. Ich hoffe, es wird euch gefallen und wir starten direkt rein in die Karriere. Die Ladezeiten dauern immer ein bisschen. Also, wie gesagt, Spiel von 2015. Und grob gesagt, kann man jetzt schon mal von der Story sagen. Ja, es wird sich erklären, sagen wir es mal so. Ich hoffe mal vorerst, dass es für euch so okay ist, wie es vom Setup her ist. Ich hoffe, dass es am Anfang nicht zu sehr laggen wird, sonst muss ich halt in den Einstellungen ein bisschen was verändern. Und ja. Sonst war eigentlich nichts mehr. Und ich hoffe, mein Controller wird diesmal richtig erkannt. Sollte er aber. Weil ich spiele an sich mit einem PS4-Controller, allerdings muss ich das halt per DS4-Tool machen. Und dadurch wird der halt als Xbox-Controller erkannt. Deswegen steht das hier in dem Falle so. Aber naja. Ladezeiten leider lange. Was mich an dem Spiel, habe ich jetzt schon in NFS World einmal gesagt, ein bisschen stört, ist halt dieser Always-Online-Drang. Aber ansonsten finde ich das Spiel ziemlich cool und mehr wird man gleich auch sehen. So, kurz was getrunken. Und die Ladezeiten sind zum Glück nicht so unerträglich lange wie bei GTA 5. Also das Spiel toppt da echt alles. Mal kurz ein Rennen fahren ist da nicht. Bisschen schade eigentlich. So. Warten, warten. Und warten. Jetzt. Die Cutscene beschreibt das Spiel schon ziemlich gut. Das war fett. Wilde Sache, Bro. Oh Mann, die Cops. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis. Der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spike. Ich seh dich doch, okay? Cooler M3 auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. Ich stell das gleich mal leiser. Nach dem Rennen. Weil wegen Always Online kann man das jetzt nicht im Menü machen. Und ja, da sind wir im Spiel. Dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Ja. So, ich kann aber einmal. So. Ladezeiten sind halt auch ein bisschen länger teilweise, aber es geht eigentlich voll klar, finde ich.
der M3 da sieht aber schon cool aus. Da vorne links. Flackert auch ein bisschen sehr stark. Also. Ja gut, ist das von daher egal. Wir sprechen später. Mann, du bist echt da. Siehst schick aus, Mann, das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf, das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was, ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Danke. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Oh Gott. Travis! Yo. Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja, du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann, er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht. Es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Ja, gut. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. Boah, ich nehme... Ist, glaube ich, klar, werde ich nicht nehmen. Das Ding ist, den Civic aus dem Jahr 2000 finde ich irgendwie gar nicht schön. Das finde ich mit die... Ja, hässlichste Civic-Generation... von daher nicht ganz mein Fall. Mustang Fox Body auch nicht so und BRZ ist halt einfach, ja, modern. Ja, kann man dazu nicht sagen, sieht einfach gut aus, von daher nehme ich natürlich den. Ich kenne die Werkstatt. Yo! Finger weg von meinen Sachen. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür, also... Wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also. Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Na gut. Also man merkt, die Story ist so ein bisschen... Ja, also ich finde, sie ist jetzt nicht die grausamste, die ich je in einem Need for Speed erlebt habe. Aber sie ist so ein bisschen... Ja. Ich glaube, es liegt vor allem an Spike. Ich finde die Story an sich nicht scheiße, aber... Alles klar, Jungs. Die anderen warten auf uns. Los geht's. Wer
Aber er fährt gut warm. Ich krieg da zwar Rückstand für. Aber trotzdem, das ist mir wert. Aber der BRZ sieht gut aus, finde ich. Also. Ah, ob ich die jetzt noch einhole, weiß. Okay. Weiß nicht. Naja. Aber wenn man halt in die Einstellung muss, dann ist das nur so. Hey! Hey! Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht rum. Emmanuel! Emmanuel! Schwing dein Hintern her zu uns. Wie? Wow. Fam. Hm. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon, nun, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lauch. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Oh. Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft, wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Wow. Ja, wie gesagt, Story ist so, ja, ich weiß, wie ich Events starte. Ich hol mir einen von diesen Falsch gedacht, ihr Trottel. Ja, braucht man jetzt nicht, aber Story ist mir bei einem Rennspiel ziemlich egal, von daher. Ich kann da drüber hinwegsehen. Ich kann es verstehen, wenn sich Leute darüber beschweren, aber ich kaufe mir kein Rennspiel, um dann eine große Story zu haben. Eigentlich. Ja. Nee, du hörst mich nicht mehr. Bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Hauptsache Spike war erster. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen, im Club?
Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Fünf Arten von Spiel. Ja, kenne ich auch schon. Ich klicke die jetzt mal weg, weil eigentlich brauche ich die jetzt nicht. Aber naja, zur Werkstatt fahren wir, würde ich sagen, nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Hier ist Ames. Hab's ganz vergessen. Da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Ja, es war der von Spike. Was soll's. Ich bin in der Garage. Komm vorbei, kannst hier ein bisschen schrauben. Okay? Bis später, Amigo. Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, wie gesagt, es war nicht zu laut am Anfang oder jetzt auch noch. Ja, ich weiß. Und ich gucke das jetzt nochmal nach und wir sehen uns im nächsten Mal wieder.